Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, genauer gesagt dem letzten Video aus dem Jahre 2018. Ich habe mir heute speziell für diesen Tag freigenommen, meine Brille bestickt, heute ist der 30. November, also der letzte Tag, an dem ich mit diesem Motorrad offiziell fahren darf im öffentlichen Straßenverkehr. Ich hatte noch eineinhalb Tage frei, gestern einen halben Tag, und heute habe ich mir einen Tag freigenommen, um halt nochmal eine Runde zu drehen. Es war angesagt, dass es warm wird, ist es auch geworden. Also es sind jetzt irgendwie 12,5 Grad, es ist relativ trocken. Und deswegen, bevor ich die Maschine dann später zum Einlagern bringe, hier zu Kawasaki bei uns, fahre ich nochmal und kann mal so ein kleine Revue passieren lassen, kleine Zusammenfassung von 2018, was sich 2019 vielleicht anbahnt, und mal schauen, was mir alles so einfällt. Die wichtigste Sache, die sich 2019 erstmal für mich ändert, ist, dass Motorradfahren für mich viel, viel billiger wird. Also nach insgesamt 3 Jahren jetzt auf dem Motorrad wurde meine Versicherung endlich so eingestuft, also vom letzten Jahr von 100% Vollkasko auf dieses, das kommende Jahr, also dieses Jahr 100%, das kommende Jahr nur noch 60%, und das macht sich dann deutlich im Geldbeutel bemerkbar, nämlich in Form von 30 Euro pro Monat weniger. Das ist natürlich, ich habe den Rainbow dann, deswegen ist die Traktionskontrolle direkt an. 30 Euro pro Monat weniger, also ich zahle jetzt glaube ich nur noch 32 Euro pro Monat Vollkasko statt 63 Euro. 63 war natürlich heftig nach dem Umstieg von der Honda zu der KTM, weil sie natürlich deutlich mehr wert ist und so weiter, aber es spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle, wieso eine Versicherung halt teurer ist. Und jetzt 30 Euro pro Monat Erleichterung, man muss sich das mal vorstellen, ich habe die jetzt 9 Monate zugelassen, das sind halt einfach mal 270 Euro im Jahr weniger. Das ist halt schon heftig, und entsprechend positiv könnte sich das natürlich noch auswirken, falls man auf ein anderes Motorrad umsteigt, was dann noch günstiger ist, und dann mit den 60% oder was das dann ist, wäre das natürlich ein Kracher, dann also viel billiger dann eine Vollkasko zu bekommen als jetzt, als nicht so junger, aber Einsteiger Motorradfahrer, 2 Jahre Honda, jetzt 1 Jahr fast KTM, ist das schon halt eine riesen Erleichterung dann pro Monat. 30 Euro, ey, dafür kann man irgendwie 6-mal zu Burger King King des Monats sich reinpfeifen. Also das ist schon heftig, und da freue ich mich erstmal hoffe, das geht dann so weiter, dass ich unfallfrei durch die nächste Saison, durch die nächsten Saisons komme, weil natürlich, wenn man Unfall baut, dann wird man natürlich direkt wieder hochgestuft, und man weiß ja nicht, ob man dann überhaupt noch Motorrad fahren möchte. Also Klopfen auf Holz habe ich jetzt nicht, aber Daumen drücken, dass euch nichts passiert und natürlich mir dann im Endeffekt nicht. Ja, dieses Jahr hatte ich dann meine erste Tour gemacht in den Harz, hat leider dann nicht so toll funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil das Motorrad halt kaputt gegangen ist. Also könnt ihr im alten Video anschauen, nämlich die Kupplung hat versagt und da musste das halt 3 Tage repariert werden. Hab dann halt im Harz was anderes gemacht, ist halt Pech. Für nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres, Juni, Juli, werde ich eine längere Tour planen. Das Problem ist halt, auf der Arbeit wird sich wahrscheinlich viel ändern. Ich muss nächste Woche wieder nach Berlin für 2 Tage, und mal schauen, ob sich das halt ausgeht. Also ich kann es halt nicht versprechen. Ich würde gerne so eine längere Tour machen durch Europa, Schweiz, Österreich und so weiter, wo die guten Pässe sind und so. Aber wenn ich dann halt nicht fahren kann, dann kann ich halt nicht fahren. Mein Urlaub war dieses Jahr ein bisschen zerstückelt. Ich habe dann natürlich auch die letzten 2 Wochen dann relativ ungünstig vom Zeitplan genommen. Also ich konnte halt nicht wegfahren. Aber das ist halt so. Nächstes Jahr versuche ich mir irgendwie 2-3 Wochen im Sommer zu schnappen, wo halt bei uns sowieso nicht so viel los ist, und dann erhoffe ich mir natürlich, dass ich dann eine längere Tour fahren kann. Ob es dann mit diesem Motorrad sein wird oder mit einem anderen Motorrad, das wird die Zeit dann noch zeigen. Ab März darf ich wieder fahren. Wenn die Klima- und Erwärmung so weitergeht, dann wird das wahrscheinlich auch ab März sein, weil, ey, hör mal, morgen ist 1. Dezember und es sind irgendwie 12 Grad. Also heftig. Heftige Wetterumschwünge.
zumindest bei uns. Und deswegen bin ich gespannt auf das nächste Jahr. Genau, was habe ich dieses Jahr noch gemacht? Ja, die Maschine zum ersten Mal so richtig kennengelernt. Die ist ja jetzt vor ein paar Wochen ein Jahr alt geworden. Insgesamt 5126 Kilometer. Jetzt zu dem Zeitpunkt wird auch nicht viel mehr sein. Ich fahre jetzt so, keine Ahnung, vielleicht maximal noch 100 Kilometer oder so. Und dann geht es dann halt auch weg zum Händler und die wird halt eingelagert. Ich werde sie gleich noch mal ein bisschen sauber machen, aber man kann das auch vom Händler machen lassen. Das kostet gar nicht so viel. Wer sich dafür interessiert, sein Motorrad einlagern zu lassen, das kostet 20 Euro im Monat hier zumindest bei Kawasaki. Da habe ich meine Honda immer eingelagert. Da habe ich die KTM im letzten Winter, glaube ich, eingelagert, genau. Und dann werde ich diesen Winter auch einlagern. Das sind jeweils kommt auch auf das Wetter an, 3-4 Monate, also 60, 80 Euro plus die Reinigung wahrscheinlich 20, 30 Euro oder so oder 40, keine Ahnung. Aber die machen das dann halt auch richtig. Und die Maschine sieht dann halt echt aus wie neu. Also selbst ich würde das so gut nicht hinbekommen. Genau, sonst war dieses Jahr im Grunde nicht wirklich viel. Also ich habe ein paar Videos gemacht, viel weniger als ich wollte. Es lag einfach daran, dass entweder, wenn ich frei hatte, Regen war oder so. Aber das sind ja keine Ausreden. Ich muss ja nicht von YouTube leben. Ich muss von meinem normalen Job leben und der hat nun mal Vorrang. Und deswegen habe ich schon ein paar gute Ideen für nächstes Jahr, die ich dann hoffentlich dann auch umsetzen kann. Wenn ich dann eine Tour mache, dann natürlich entsprechend mit so einem Tour-Video. Ich will vielleicht noch eine Drohne holen, aber das kommt halt drauf an, ob ich dann nicht eventuell ein anderes Motorrad hole, wo ich dann eventuell was drauf zahlen muss und wie dann mein Budget aussieht. Man soll ja nichts versprechen, was man dann im Endeffekt nicht halten kann. Also rechne ich erstmal mit dem Niedrigsten, aber auch so kann man ja die Pässe entsprechend gut mit der Kamera einfangen. Apropos Kamera, GoPro Hero 7 Black, bin ich überraschenderweise sehr zufrieden von der Bildqualität. Ich hatte ja erst so meine Probleme, als ich das bei YouTube hochgeladen habe und Bildqualität dann so komisch war. Aber das lag einfach daran, dass YouTube erstens lange braucht, um das umzumünzen. Also wenn euch der Asphalt halt so komisch vorkommt mit so Störungen, das liegt erstens daran, dass die GoPro das halt viel schärfer einfängt. Also ich habe mir die Vergleiche zur Hero 4 angeguckt. Da ist der Asphalt halt so wie Matsch. Also da sieht man halt keine Struktur, kein gar nichts. Und bei der GoPro Hero 7 ist es halt ganz anders, denn da sieht man halt wirklich den Asphalt als einzelne Parts im Grunde und oder hier halt die Struktur. Und das sieht dann halt auf der Kamera komisch aus. Ja, ist halt, ich werde vielleicht nochmal versuchen im nächsten Jahr, wenn ich mehr Zeit habe zum Rumspielen, die Schärfe vielleicht minimal runterzusetzen. Aber insgesamt, wenn das dann halt gerendert ist nach fast 24 Stunden oder in der besten Qualität von YouTube übernommen wurde, sieht es halt auch ganz gut aus. Also ich finde jetzt nicht, dass das halt schlecht aussieht und entsprechend, ja, bin ich mit der GoPro zufrieden. Die Akkulaufzeit ist sehr, sehr gering, wenn man in 4K mit 60 FPS und Hypersmooth aufnimmt, damit es halt so geil aussieht. Eine Stunde, vielleicht weniger. Ich habe es noch nicht so ganz gemessen, aber mir kommt es halt wenig vor. Aber durch diesen Soundadapter, womit ich halt den Klang aufnehme, da ist ein USB-C-Port noch zusätzlich dran. Und ich könnte da theoretisch das entweder ans Bordnetz anschließen oder halt einen Akkupack irgendwie in meine Tasche packen und die Akkulaufzeit so verändern, weil ich habe ausprobiert, man kann gleichzeitig laden und aufnehmen. Also das wird dann der nächste Schritt, was ich dann halt auch zu Hause natürlich ausprobieren kann, wie ich die Akkulaufzeit oder die Aufnahmedauer, wenn ich halt eine 128 GB Speicherkarte drin habe, will ich nicht jede Stunde irgendwie anhalten wollen. Da muss ich halt entweder schließe ich das hier irgendwie in einen USB-Port an oder halt per Akkupack. Wobei das am Motorrad direkt natürlich ein bisschen angenehmer wäre, wobei ich dann halt mit dem Motorrad verbunden werde, aber so ein USB-Port reißt dann halt auch einfach ab, wenn man absteigt oder es gibt ja auch solche magnetischen Verbindungen, vielleicht kann ich da irgendwie was zaubern, dass wenn ich vom Motorrad steige und aus Versehen nicht das Ding noch dran habe, dass das halt so abklipst im Endeffekt. Oh, ein harter Biker.
Genau, ich habe heute zwei Biker gesehen. Also die wissen auch, ja, die letzte Chance jetzt hier wahrscheinlich dieses Jahr nochmal Motorrad zu fahren. Das nutzt man dann im Endeffekt. Genau, also das gefällt mir gut an der GoPro. Also Bildqualität, Akkulaufzeit nicht so, aber dafür dann halt der USB-C-Port, der dann über den Audioadapter, der nicht sehr günstig ist, sondern sehr teuer, ermöglicht dann halt das externe Aufladen. Was mir nicht so gefällt, dass man nicht super weit nehmen kann, wenn man Hypersmooth macht. Ja, das ist halt der Kompromiss, den man im Endeffekt eingehen muss mit dieser Kamera, denn die Stabilisierung wird ungefähr so gemacht wie bei einer Software, die stabilisiert. Man nimmt halt den Part eines weiten Bildes, verkleinert den und gleicht das dann dadurch aus. Das habe ich schon mal gemacht bei der Hero 4, wo ich stabilisieren wollte, aber da wurde das Bild halt viel kleiner und das macht die GoPro Hero 7 Black mit Hypersmooth im Endeffekt genauso. Und nur halt direkt auf der Kamera, statt dass man das später im Endeffekt zu Hause mit der Software machen muss. Mit der Software komme ich jetzt mittlerweile im Übrigen klar. Ich habe ja im letzten Video ein bisschen Color Grading, da sieht es eigentlich nach Regen aus, aber nicht gut. Color Grading gemacht und so. Hat gut funktioniert, das Rendern dauert jetzt 3 oder 4 Mal so lang oder 2 oder 3 Mal so lang ungefähr, aber macht ja nichts. Ich habe es ja mit meinen Videos eh nicht so eilig, also sie kommen halt, wann sie kommen. Also es ist natürlich... Ich würde natürlich gern viel mehr Videos machen, so wie halt alle. Also wenn ich weiß ja selbst, wenn meine Lieblings-YouTuber irgendwie 2-3 Tage kein Video hochgemacht haben, wobei ich nicht davon leben muss und ich mich auch nicht als YouTuber sehe, sondern auch so einen Typen, der auf dem Motorrad fährt und ab und zu mal komische Sachen labert, dann will ich natürlich immer mehr sehen. Und das ist halt dann, ja, ich verstehe immer, wenn ihr mehr Videos wollt, aber ihr müsst auch verstehen, dass ich, sobald ich liebe das Motorradfahren, ja, und sobald ich Motorrad fahren kann, mache ich das auch und filme dann auch was. Und ja, das hat sich halt irgendwie so verbunden, dass immer wenn ich, also ich habe sowohl Bock aufs Filmen als auch aufs Motorradfahren, aber naja, es ist halt so. Genau, so, und im Endeffekt, das war eine gute Entscheidung, der Kauf, denke ich. Black Friday gab es die auch nicht billiger, also ich vielleicht gab es die irgendwo billiger, aber halt nicht online, so dass man sie noch billiger kriegen würde als den mit dem Rabatt, den ich die gekauft habe. Hab die nämlich mit dem Studentenrabatt gekauft von einem Kumpel, ganz heimlicher Deal bei GoPro. Nicht verraten oder verraten, egal, man kennt ja den Namen nicht. Und ja, da habe ich die dann entsprechend billiger bekommen mit Rabatt. Und ja, das hat sich in dem Fall gelohnt, also sie war halt nicht billiger. Und auch sonst habe ich mir aktuell nichts gekauft, bis auf, ich bekomme zu Weihnachten von meinen Eltern Motorradschuhe, die wie Sneaker aussehen. Passt dann halt für den Sommer zu den Jeans, die ich dann auch habe. Kevlar Jeans, oh Mann, das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh nein. Genau, zu den Kevlar Jeans und dann halt normale Schuhe, in denen man auch laufen kann. Also mit denen kann man halt nicht so gut laufen, die sind halt mega steif, aber die anderen sind halt wie Sneaker. Gab es bei XL Moto irgendwie meinen Lieblingsshop aktuell, da gibt es halt mega günstige Sachen, total billig, also mega gute Sachen, total billig. Oh, hat der schon seine Scheiben geschlagen gehabt. Naja, egal. Genau. Und entsprechend, ja. Entsprechend häufig zugeschlagen habe ich da in den letzten Zeit auch so T-Shirts habe ich halt, ich drehe mal lieber in die andere Richtung, T-Shirts habe ich da auch gekauft und so Imprägnierspray und Socken gab es irgendwie, keine Ahnung, für 3 Euro das Stück. Also ja, die T-Shirts kann man halt so zu Hause tragen, hobbymäßig und so, aber die Sprüche sind halt schon ein bisschen komisch, sind halt so Motorradsprüche und so, ne? Mein Motorrad leckt nicht, leckt kein Öl oder so, es markiert sein Gebiet, passt ja sogar zu diesem Motorrad fast, fand ich ganz lustig, gab es halt statt für 10 Euro für 3 Euro, also eigentlich ein ganz cooler Deal. Genau, und ja, durch diesen Rabatt, durch diesen Black Friday Rabatt habe ich dann irgendwie insgesamt mit den Schuhen, mit den 3 T-Shirts plus dieses Imprägnierspray für die Schuhe, was ich extra noch geholt habe, dann irgendwie 55 Euro bezahlt statt 80. Also sind jetzt keine Markenschuhe, aber sind halt normale Schuhe.
halt normale Sneaker, die halt auch sicher sind an der Ferse und so weiter, verstärkt, haben auch zum Schalten diese Auflage, damit sie halt vorne nicht kaputt gehen, und sie laufen sich halt angenehm, und das war mir halt wichtig, dass wenn ich mal irgendwie irgendwo hinfahre, damit ich dann halt auch laufen kann da und nicht noch Sneaker irgendwie mit mir rumtragen muss und das dann halt alles geklärt ist. Ansonsten, ja, das war es im Grunde schon mit diesem kleinen Video. Wenn ihr, ich werde auf YouTube ja dann nicht mehr aktiv sein bis zum nächsten Jahr, sondern dann halt eher auf Instagram oder halt mal auf Facebook, auf Instagram eher mehr, weil ich da mehr Sachen teile, die nicht mit dem Motorradfahren zu tun haben, sondern eher mit mir, und entsprechend könnt ihr mir da gerne folgen und erfahrt dann vielleicht, also ich will euch nicht zwingen, mir zu folgen, aber wenn ihr zwischen den bis zum nächsten Video erfahren wollt, was ich so treibe, ich fahre ja wieder nach Berlin, nach Hannover und so weiter, erfahrt ihr es da als erstes und könnt dann auch mit mir diskutieren. Vielleicht schaue ich mir ein paar Motorräder im Winter an und so weiter. Weihnachtsgruß gibt es dann auch noch, Silvester und so weiter. Also bei Instagram passiert deutlich mehr als bei YouTube. Im Winter natürlich, weil ich entsprechend nicht fahren kann, wenn ich das Motorrad gleich abgebe. Genau. Und das wollte ich nur mal kurz loswerden, ohne jetzt aufdringlich zu wirken. Dieses Video endet jetzt hier mit diesem wunderschönen Ausblick, wo ich zu meinem alten Gebiet hier fahre, wo ich mittlerweile immer seltener bin, weil die Fahrschule hier immer trainiert. Die haben nämlich dieses Gebiet, wo ich mein Video gemacht habe zum, ja, mit Bremsen, Anfahren, Ausweichen und so weiter und den ganzen Fahrschulübungen, die man in der Prüfungsübung machen muss, haben sie geschlossen, das Gelände, was ich total asozial finde, und jetzt sind halt die hier, und jetzt kann ich halt hier selten Videos machen, weil hier die Fahrschule ist halt hier auf dieses Gebiet ausgewichen. So, kleine Rev-Bomb. Jo, läuft. Genau. Oh. Genau, also hier ist immer wieder die Fahrschule, jetzt glaube ich nicht, genau, und dann gibt es dann hier auch gleich die Verabschiedung. Dieses Video endet jetzt hier, ich wünsche euch einen frohe Weihnachten schon mal, klingt jetzt komisch, aber ist ja schon morgen Dezember, frohe Weihnachten schon mal. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, ja, oh ne, ich kann schon nicht mehr reden. Und natürlich frohes neues Jahr dann im Endeffekt, wünsche ich euch nochmal bei Instagram und Facebook. Und damit verabschiede ich mich. Danach kommen jetzt noch ein paar Eindrücke, kurze Videos aus Dubai. Da war ich ja in meinem Urlaub, und da könnt ihr dann entsprechend noch ein bisschen weiter gucken, wenn ihr wollt. Deswegen wollte ich das ans Ende packen. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt auch ausschalten. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Es hat mir wirklich Spaß gemacht in diesem Jahr auch. Die vielen Kommentare, danke dafür. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Bis dann. Ciao.